Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man eigentlich die IKEA Hemmnes-Kommode aufbauen und somit natürlich auch mit den Schubladen richtig montieren kann. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Ich zeige den Aufbau bei der Variante mit drei Schubladen und natürlich funktioniert das bei anderen Varianten relativ ähnlich. Zuerst einmal sollten wir uns aber trotzdem alles ordentlich auf den Boden hinlegen, dass wir natürlich auch einen schönen Überblick haben. Und bei mir kam das in zwei Kartons, weswegen ich natürlich auch meine einzelnen Kartons mal extra ausgepackt habe. Danach benötigen wir mal 12 solche Schraubdübel und wir können uns auch schon diese vier relativ langen Leisten mal nebeneinander legen. Wichtig ist da auch die Reihenfolge, das ist übrigens von hier vorne auch bedruckt, bedeutet L1, L2, R2, R1 und diese Schraubdübel, die können wir jetzt nämlich auch in diese kleinen Löcher hier jeweils hineingeben. Entweder wir machen es mit einem einfachen Schraubendreher oder wenn es etwas schneller gehen soll, wie in meinem Fall, dann am besten einen Akkuschrauber zur Hand nehmen, den ich für den Möbelaufbau gerne auf die Drehmomentstufe 5 stelle und somit dann auch alle Schrauben gleich stark angezogen sind. Im nächsten Schritt brauche ich 8 von diesen etwas dickeren Holzdübeln und die kommen jetzt auch in die etwas größeren Löcher hier hinein. Die kann man ganz einfach mit einem Hammer hineinklopfen. Vom Geräusch erkennt man auch relativ gut, wann diese auf Anschlag wirklich in dem Loch drinnen sind. Und falls du jetzt übrigens Leim verwenden möchtest, dann einfach mal hier vorne einen kleinen Tropfen drauf geben. Ich mache das bewusst nicht, da ich meine Kommode einfach jederzeit wieder auseinanderbauen können möchte. Nun brauchen wir 12 solche Möbelverbinder und die haben einfach einen Pfeil, der in meinem Fall gerade nach unten schaut. Und dieser Pfeil, der muss jetzt auch bei unseren Holzbrettern hier nämlich jeweils in die Richtung von diesen Schrauben schauen. Bedeutet, da ist einfach die Schraubenöffnung und da werde ich das Ganze jetzt einfach überall hineingeben, dass der Pfeil auch in die Richtung schaut. Diese Holzbalken habe ich übrigens auch schon in die richtige Richtung gedreht, dass meine Befestigung jeweils da zu dem Brett hinschauen. Falls so ein Verbinder bei dir etwas verdreht ist, kein Problem. Einfach einen passenden Schraubendreher nehmen, hier vorne reingehen und wir können den Pfeil auch schon richtig ausrichten. Außerdem kannst du jetzt auch hier hinten schon jeweils 3 Möbelverbinder für die nächsten Schritte noch einbauen. In diese kleinen Löcher hier können wir auch schon jeweils 4 solche etwas kleineren Holzdübel hineinklopfen. Und wir können unser Holzbrett jetzt auch schon zwischen diese 2 Balken hineingeben. Mir ist jetzt noch aufgefallen, dass ich mein Brett falsch rum hatte. Bedeutet, diese 3 Möbelverbinder müssen natürlich auch nach vorne schauen. Die Möbelverbinder müssen wir danach noch circa eine halbe Umdrehung mal mit dem Schraubendreher im Uhrzeigersinn festdrehen, dass die Verbindung hier natürlich auch fest ist. Im nächsten Schritt benötigen wir für jede Seite mal noch dieses dicke Holzbrett, denn dieses hat 4 Löcher hier oben und diese 4 Löcher müssen dann auch anschließend bei unseren 4 kleinen Holzdübel hineinpassen. Hierfür das Ganze einfach umdrehen und dann muss man natürlich mal etwas hin und her rücken, bis das Brett auch richtig sitzt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, genau dasselbe Spiel machen. Und bevor wir es vergessen, sollten wir auf jeden Fall diese 4 Plastikfüße noch richtig anbringen. Diese haben auf der Seite übrigens so eine kleine Nase, würde ich mal sagen. Und diese kleine Nase, die muss jetzt bei diesem Seitenteil auf jeden Fall in die Richtung nach innen zeigen, dass diese Einkerbung auch verschwindet und bei dem anderen Bauteil jeweils in die andere Richtung. Wenn alles passt, können wir unsere Schienen auch schon mal richtig hinlegen. Hierfür gibt es 3 Linksschienen, die wo hier ein kleines L als Kennzeichnung haben und 3 Rechtsschienen, wo einfach ein kleines R hier oben eingestanzt ist. Bedeutet, die Rechtsschienen, die können wir mal auf die andere Seite rüber tun. Die Linksschienen, die lassen wir hier. Und jetzt ist eigentlich nur wichtig, dass diese Rollen auch nach unten zeigen. Und danach können wir das Ganze auch schon hier außen jeweils mit einer so einer kleinen Madenschraube fixieren. Nach unseren Schienen benötigen wir insgesamt 10 Schraubdübel und auch 10 solche dicken Holzdübel. Die kommen jeweils hier außen 5 Stück und natürlich auch auf der anderen Seite 5 Stück hinein.
Und wir brauchen unsere 5 restlichen dünnen Bretter, in die wir wieder insgesamt 10 solche Möbelverbinder hier außen reingeben können. Als nächstes können wir die vorbereiteten Bretter jetzt auch schon auf unser rechtes Seitenteil einmal richtig draufgeben. Hierbei muss man einfach darauf achten, dass natürlich die Bohrungen hier unten auch jeweils mit den Schraubdübeln und den Holzdübeln zusammenpassen. Und zuerst einmal benötigen wir das Brett, wo hier auch nochmal solche extra Bohrungen sind. Die Bohrungen schauen dann auf jeden Fall nach unten und die Möbelverbinder, die müssen hier nach innen schauen. Danach kommen unsere, ich würde mal sagen, 3 normalen Bretter dran. Da müssen wir nur darauf achten, dass die Möbelverbinder jetzt nach unten schauen. Dann sollten diese normalerweise auch super hineingehen. Dasselbe Spiel natürlich mit dem zweiten Brett genauso. Und bei dem dritten Brett hier unten, da muss der Möbelverbinder dann Richtung Innenteil schauen. Zum Schluss noch unser farbloses Brett hier unten mit dem Möbelverbinder auch nach unten hineingeben. Und wir können auch schon alle Möbelverbinder wieder mit einem Schraubendreher festziehen. Das zweite Seitenteil kommt dann von oben drauf. Da muss man natürlich jetzt etwas darauf achten, dass unsere Bohrungen auch überall in die entsprechenden Dübel hineingehen. Und auch hier alle Möbelverbinder wieder anziehen. Bei unserem Deckel bringen wir jetzt außen jeweils 3 Holzdübel, 3 Schraubdübel und auf der anderen Seite auch wieder 3 Holzdübel und 3 Schraubdübel an. Danach setzen wir diesen von oben so auf, dass diese durchgehende Einkerbung für die Rückwand auf allen Seiten natürlich gegeben ist. Ziehen auch hier jeweils unsere 3 Möbelverbinder fest. Und schrauben den Deckel von unten mit 4 solchen langen Schrauben und dem passenden Imbusschlüssel fest. Der Akkuschrauber passt bei mir leider nicht runter. Die Kommode habe ich mal hingelegt und jetzt können wir auch schon unsere Rückwand richtig anbringen. Ich möchte, dass der graue Streifen auf jeden Fall hinten ist und schiebe das Ganze jetzt einfach mal hier vorne schön in meine Einkerbung rein. Damit unsere Kommode am Ende nicht schief ist, müssen wir jetzt unbedingt die Rückwand mal ganz nach oben und vor allem auch ganz gegen die Seite drücken, dass da einfach kein Spalt mehr zu erkennen ist und dann mit einem Nagel das Ganze hier außen mal mit einem kleinen Abstand in der Kommode befestigen. Quer gegenüber machen wir genau dasselbe Spiel. Und wir können unsere restlichen Nägel mal noch auf diese 3 Seitenteile aufteilen. Hier oben können wir übrigens nichts befestigen, da ist kein Holz darunter. Und am liebsten mache ich es einfach so, dass ich erstmal in meine Ecken jeweils ja einen Nagel reinschlage. Danach halbiere ich das Ganze, also hier in der Mitte kommt auch einer rein. Und zwischen diesen 2 Nägeln, da mache ich noch einmal die Hälfte. Falls am Ende dann doch irgendwo ein Nagel übrig bleibt, kann ich natürlich zwischen diesen 2 Nägeln noch einmal die Hälfte nehmen. Und somit haben wir dann wirklich alles schön gleichmäßig befestigt. Da unsere Hemmniskommode im geöffneten Zustand sehr leicht umkippen kann, sollten wir diese auf jeden Fall hier oben noch irgendwie an der Wand befestigen. Ich zeige das Ganze mal in der Theorie und hierfür sollten wir zuerst einmal hier hinten die Durchführung für die Befestigung führen. Und wenn wir diese haben, dann machen wir uns da auch einfach mal mittig an der Wand so eine kleine Markierung und auch bündig Oberkante von der Hemmniskommode. Sobald wir die Kommode weggeschoben haben, von der Markierung hier oben mal ca. 4 cm runtergehen, dann auch nochmal mittig anzeichnen und hier können wir mit einem 8er Bohrer und einer Bohrmaschine ein Loch dementsprechend bohren. Denn beim Kauf war so ein 8er Dübel mit dabei und den können wir danach auch schon in unsere Wand hineinklopfen und dann benötigen wir mal noch diese Schnur bzw. dieses kleine Stückchen hier, unsere relativ lange Schraube und da habe ich auch nochmal eine Beilagscheibe drum gegeben und dann können wir das Ganze nämlich auch schon so nach oben schauend ganz an die Wand hinschrauben. Die Kommode schieben wir dann auch schon wieder etwas an die Wand und dann können wir das Band hier einfach mal oben durch die Durchführung nach innen hindurchgeben. Und wenn sie dann an der richtigen Stelle steht, mal das Band straff nach oben ziehen und wir können es auch schon mit dieser kleinen spitzen Schraube und einer Beilagscheibe hier an unserem Deckel festdrehen. Der Kommodenkorpus passt soweit, weswegen wir auch schon unsere Schubladen aufbauen können. Ich zeige das Ganze mal bei der kleinen Variante, bei der großen funktioniert es eigentlich so ähnlich und ich kann dir nur empfehlen, dass du dir alle 3 Schubladen wirklich gleichzeitig aufbaust, was einfach noch mal schneller geht. Zuerst einmal müssen wir hier jeweils 2 Holzdübel und vor allem auch 2 solche Schraubdübel wieder hineingeben.
Danach brauchen wir die zwei Seitenteile, in die insgesamt 4 Möbelverbinder hineinkommen. Und wir können die Seitenteile mit dem Möbelverbinder nach außen schauen, auch schon auf unsere Front einmal drauf stecken. Und unsere Möbelverbinder wieder eine halbe Umdrehung festdrehen. Im nächsten Schritt setzen wir unsere Rückwand schon mal mit der schönen Seite auf jeden Fall nach vorne schauend ein. Setzen das passende Brett mit der durchgehenden Einkerbung mal auf unsere Bodenplatte hier mit drauf. Und befestigen es von außen jeweils mit 2 solchen Schlagdübel. Als nächstes müssen wir diese Stabilisierungsschiene einmal von unten an unsere Bodenplatte hingeben, dass diese in der Mitte einfach nicht durchgedrückt werden kann. Und hierfür müssen wir diese erst einmal etwas über die Hälfte herausschieben. Danach diese kleine spitze Schraube einfach etwas schon hineindrehen. Und wir können diese Schiene zwischen Holz und Schraube einmal hineingeben und auch wieder richtig hindrehen. Die Bodenplatte schiebe ich danach mal wieder ganz hinein und jetzt kann ich hier oben die Schiene auch mit der zweiten Schraube festdrehen. Im nächsten Schritt können wir unsere Schienen auch schon richtig anbringen. Hierfür eigentlich nur darauf achten, dass die Rollen unbedingt auf die Rückseite hinschauen und dann kann man es eigentlich auch gar nicht verkehrt herum anbringen. Und das Ganze wird mit jeweils 2 solchen flachen, kurzen Madenschrauben von hier außen befestigt. Im letzten Schritt benötigen wir noch 2 solche Gewindeschrauben und die können wir jetzt nämlich einfach von der Innenseite schon mal durch unsere Bohrung hindurchgeben und dann von vorne ganz einfach den Tür- bzw. Schubladenknauf aufdrehen. Die 2 anderen Schubladen habe ich noch genauso aufgebaut und jetzt muss ich diese nur noch in meine Kommode hineingeben. Hierbei muss man eigentlich nur darauf achten, dass das Rädchen unserer Schublade über das Rädchen von unserer Kommode drüber geht. Das macht man am leichtesten, indem man die Schublade schon so leicht nach oben hält. Und danach kann ich die Schublade in die entgegengesetzte Richtung nach oben nämlich geben. Und sie sollte auch schon fast wie von alleine hier in die Schiene reingehen. Dasselbe Spiel machen wir natürlich bei den 2 Schubladen hier oben drüber genauso. Und somit haben wir auch schon unsere IKEA-Hemmnis-Kommode richtig aufgebaut. Wenn du dir für zu Hause so eine Hemmnis-Kommode in den unterschiedlichsten Ausführungen bzw. Farben, solche Organizer oder natürlich auch einen starken Akkuschrauber zulegen möchtest, dann am besten einfach mal unterhalb des Videos in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu den Produkten auf Amazon vom Markenhersteller. Falls dir das Video gefallen noch weitergeholfen hat, kannst du mir gerne einen Daumen nach oben geben und es einmal unter dem Video in die Kommentare reinschreiben. Außerdem kannst du meinen Kanal noch hier oben kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen.